Worthington ist doch mal ein schöner Name für ein Wortspiel. Auch wenn ich mit der englischen Aussprache gerade Probleme hatte, das ist mein erster Satz zu dieser App und den habe ich mir gerade bei CheckApp durchgelesen, den Satz. Und ich habe ihn dort geschrieben und ich habe dort noch mehr geschrieben. Ich habe die Lösung aller Level dort drüben geschrieben auf der Seite. Den Link zur Lösung aller Level von Worthington findet ihr in der Beschreibung unten. Und somit möchte ich gleich mal den leicht clickbaity Titel dieses Videos hier lösen, denn oder entschärfen, denn wir werden natürlich in diesen 10 Minuten oder in 15 Minuten hier nicht die komplette Lösung von Worthington schaffen. Das Spiel hat wahrscheinlich so um die 1000 Level, vermute ich mal, oder wird es letztendlich irgendwann haben. Es wird ja auch immer mehr mit Updates jetzt ausgestattet. Ich habe mir das gerade jetzt neu geladen. Man sieht, ich bin gerade noch im Store. Ich habe mir das neu geladen. Heißt aber nicht, dass ich jetzt neu spiele, sondern ich habe mir das neu heruntergeladen, um nochmal bei Level 1 mit euch starten zu können. Das machen wir jetzt auch in diesem Video hier. Ich bringe die ersten Lösungen vom Tag 1. Und ich erzähle euch ein bisschen, ein kleines bisschen was noch zum Spiel und gebe euch noch ein paar allgemeine Tipps. Der erste Tipp ist vielleicht gleich mal, dass ihr hier bei dem Spiel immer eine Internetverbindung braucht. Das muss eine aktive Internetverbindung haben, weil es nämlich ganz viel Werbung anzeigen möchte. Eigentlich geht es hier aber darum, wie man jetzt schon hier an der Story sieht und am Zusatztitel auch Wort und Design. Wir lösen kleine Kreuzworträtsel, um dann so im Stil von Gardenscapes und Homescapes was aufzubauen. Also wir bauen nicht wirklich was auf, sondern wir haben dann die Möglichkeit, aus drei Designentscheidungen oder so immer zu wählen und dann tut sich dieses Haus hier von der Emma immer weiter verbessern. Es gibt dazu einen Trailer zu dem Spiel, der euch vielleicht mal begegnet ist. Und da geht es irgendwie darum, dass was war die Geschichte? Emmas Mann hat sie mit ihrer besten Freundin betrogen. Ich glaube, so lief das. Und ich muss auch mal jetzt die Musik erstmal als allererstes ausschalten hier. Geht gleich los. An der Geschichte kann man trotzdem schon erkennen, dass das Spiel eindeutig in Bezug hat zu weiblichen Zielgruppen. Sag ich es mal so. Aber auch Männer können es spielen. Und ich sag's jetzt nur gerade so, dass auch Männer das spielen können, wenn sie eine gewisse Geduld mitbringen. Denn es gibt hier schon viele Story-Elemente und Dialoge, die schon, ich möchte jetzt nicht sagen nerven, aber die schon unnötig schon manchmal erscheinen. Ja, also. Wenn man einfach nur Kreuzworträtsel lösen will und Rätsel und Worträtsel machen will, dann würde ich vielleicht das neue Spiel von den hier Quizduell machen. Wie heißt das gleich? Wordzee empfehlen. Aber hier geht es darum, dass man Kreuzworträtsel löst und dann daraufhin das Haus hier. Übrigens sehe ich hier ein kleines, wie sagt man, Easter Egg, der Hund, der hier gerade nach links wegläuft. Der wird nachher ich glaube, am Tag 6 oder so nochmal eine Rolle spielen. Ist der jetzt mit aus dem Bus ausgestiegen, der Hund? Sieht so aus, oder? Also Leute, wenn ihr schon am Tag 6 seid und die Lösung für Tag 6 sucht, die habe ich ja auch drüben auf CheckApp. In dem Link, der unten drunter steht, findet ihr die. Und da wird man dann eine Hundehütte für den Hund dort bauen. Und wir hatten uns immer gefragt, wo kommt denn der Hund jetzt plötzlich her? Der Hund ist schon ganz am Anfang hier zu sehen. Überraschung. Also wir haben ja die Story, die kann man immer schön skippen. Auf das Thema weibliche Zielgruppe und ja, Story bin ich ja auch nur deshalb gekommen, weil es die Werbung gibt, die Werbe-Ads, die das noch mehr in die Länge ziehen. Und ich als männlicher Spieler jetzt hier nicht so oder als typisch ungeduldiger männlicher Spieler da nicht so immer die Geduld hatte, die Werbung zu sehen. Und da empfehle ich euch, wenn ihr hier in das Spiel was investieren wollt, kauft euch irgendwann diese 3,50 € oder sowas, es kostet Werbung weg. Da kommt dann keine Werbung mehr. Ich weiß dann allerdings nicht, ob ihr dann noch die Möglichkeit habt, kostenlose Coins zu kriegen, über die Möglichkeit Werbung anzugucken. Könnt ihr mal gucken und ausprobieren, aber ansonsten würde ich nicht so, es gibt In-App-Käufe bis 99 €, da würde ich jetzt alle nicht so empfehlen. Da gibt es Coin-Pakete. Und mit diesen Coin-Paketen, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich mit den Coin-Paketen kann man sich dann hier die Joker kaufen. Man kann, glaube ich, auch direkt ein paar Joker kaufen. Also einen Ton habe ich schon. Not möchte ich noch. Ja, genau. Man kann auch direkt ein paar Joker kaufen, aber die bringen eigentlich alle nicht so viel, wie es Euro kostet. Und aus dem Grund biete ich ja auch jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, aus dem Grund bieten wir ja auch die Lösung hier auf CheckApp unter dem Link an von Worthington. Damit ihr nicht zu viel Geld in dieses Spiel investiert. Ich denke mal, 3,50 € ist von Anfang an schon mal ganz gut, damit die Entwickler auch was dran verdienen, dass ihr das Spiel spielt. Dann guckt noch ein paar bisschen Werbung an und dann verdient es auch noch was dran. Aber man muss ja nicht 99 € lassen in so einem Spiel, oder? Wirkt auf mich etwas überteuer. So.
Also wir haben das jetzt hier gerade laufen lassen. Es geht darum, dass die Emma zu dem Haus ihres Großvaters kommt und das Haus renoviert. Und jetzt kommt noch ein Hinweis zu den Lösungen. Deshalb rede ich auch überhaupt die ganze Zeit erst. Die Lösungen haben wir in Tage, in Aufgaben und in Level eingeteilt. So, die Aufgaben sind relativ leicht verständlich, denn die ergeben sich von der To-Do-Liste, die unten links erscheint. Die Level sind in dem Spiel nicht durchnummeriert. Also es ist wie bei Gardenscapes, glaube ich. Also von den Scapes-Spielen, da sind die Level auch nicht durchnummeriert. Die müssen auch eigentlich nicht durchnummeriert sein, denn man kann sie sowieso nicht nochmal spielen. Man kann sie immer nur einmal spielen. Und insofern hat der Entwickler darauf verzichtet, die durchzunehmen. Aber für uns, für die Lösung ist es schon relevant, dass ein Level 2 immer das Level 2 ist, nämlich was jetzt hier als Lösung steht, ist Art und Rat. Genau. Also wir haben auch die Lösung für den Tag 1 auf Check App. Aber ich denke, die simplen Worte kann jeder selber rausfinden. Ach so, ich wollte den Ton ausschalten, oder? Schon längst. Wo geht denn das? In den Einstellungen. Das machen wir gleich. Das Video wird eh nicht mehr so lange gehen, aber ich glaube, der Ton muss nicht sein. Also was wir jetzt gesehen hatten, es gibt die Aufgabe, platziere eine Fußmatte und die besteht darin, oder die wird erfüllt, indem man 2 Sterne verdient, indem man 2 Rätsel löst. Und das wird nachher im späteren Spielverlauf noch so weit gehen, dass man 4 Sterne verdienen muss für eine Teilaufgabe, die dann wiederum aus 4 Teilen besteht. Also manchmal muss man 16 Rätsel lösen, um eine Aufgabe zu erfüllen, so ungefähr. Ich glaube, es ist etwas übertrieben, aber so 8 hat man, ist es regelmäßig dann. Und jetzt noch der Hinweis, bitte, um auf unsere Lösungen zurückzugreifen und unsere Lösungen zu nutzen, tut die To-Do-Liste bitte linear von oben nach unten spielen. Dann stimmen die Level-Nummerierungen auch zu den Aufgaben. So, und jetzt sind wir schon bei Tag bei Aufgabe. Putze das Wohnzimmer, oder? Haben wir das Schloss jetzt geöffnet? Ich habe gar nicht mal aufgepasst. Ich spiele gerade nur so nebenbei. Ich habe das Spiel jetzt schon 4-mal, glaube ich, neu gestartet, neu reingespielt, weil ich ab Level 50 festgestellt habe, dass die Level teilweise ein klein wenig vom iPad auf Android rüber etwas unterschiedlich sind, woraufhin ich noch als Extra, als Besonderheit noch Lösungstabellen für euch habe auf Check App. Die heißen Lösungstabelle 1 bis 7, glaube ich. Und da kann man anhand der Buchstaben, die ein Rätsel hat, also zum Beispiel jetzt FRIE, herausfinden, dass es Level 10 da gemeint ist. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil FRIE frei oder reif und R, was jetzt gleich als Lösung kommt, ist, das schafft wahrscheinlich jeder. Aber es gibt nachher später Level, da gibt es schon 10, 12 Worte, die man finden muss. Und das ist manchmal nicht so einfach, die Level dann zuzuordnen, wenn die bei euch tatsächlich schaffen sollten. Das kann auch passieren, wenn die App ein Update bekommt und die Entwickler sich zum Beispiel mal entscheiden würden, dass der Tag 6, glaube ich, extrem lang ist und extrem viele Aufgaben hatte und man da vielleicht einen Tag 7 noch dazwischen schieben sollte erst. Oder wie auch immer. Wo sind wir denn jetzt? Was haben wir hier für Lösung? Froh, oder? Nee, Tor. Nee, ach ja, Tor ist noch eine schöne Sache gerade und Rot ist auch noch eine schöne Sache gerade. Denn die zeigen das Prinzip der Bonusworte an. Bonusworte heißt so viel wie, man verdient ja Levels, in den Levels Münzen meine ich. Man kann hier bis zu, ich glaube, 90 Bonusworte kann man bei manchen Levels. Hier steht immer da, wie viel es hier gibt, hier gibt es nur 5. Man kann bis zu 90 Bonuswörter an den Levels, oh mein Gott. Jetzt fehlen mir langsam gerade die Worte schon wieder. Was ist denn hier los? Also konzentriere ich mich nochmal kurz. Es ist halt immer so schwierig, die Lösung hier einzutippen und gleichzeitig was Sinnvolles zu erzählen. Also man verdient Bonusmünzen. Jetzt waren es 2 für jedes gefundene Bonuswort. Also Bonuswörter sind die, die nicht zur Lösung gehören, aber trotzdem erstellbar sind. Bonuswörter gibt es nicht bei den Events. Was die Events etwas frustrierend macht, wenn man da viele Worte findet und dafür keine Belohnung kriegt und die auch nie eintragen kann und ja. Bei den Events gibt es keine Bonuswörter momentan. Vielleicht ändert sich das auch nochmal von dem Entwickler. Also wir haben hier jetzt immer die Dialoge. Die Dialoge sind, soll ich euch mal die Story spoilern? Die Emma zieht jetzt in das Haus hier rein und der David, der kommt ab und zu mal zu Besuch und ja.
Ihr könnt euch, also da gibt es nicht viel zu spoilern, oder? Die Story kann man selber schreiben. Was man auch selber kann, sind die Lösungen machen. Und da gebe ich euch noch einen Tipp dazu, wie man die Lösungen leicht findet. Ich glaube, die beste Variante ist immer, die kurzen Wörter erst zu suchen und sich dann wie in einem Kreuzworträtsel mit einzelnen Buchstaben die Lösungen herzuleiten. Es gibt ja jetzt ja nicht wie bei einem Kreuzworträtsel irgendwelche Fragen, so wie was ist rund und fährt im Kreis? Nee, was ist rund und ist an einem Auto befestigt? Das Rad, sondern man muss halt anhand der Buchstaben, die vorhanden sind, die Lösungen finden. Das ist jetzt hier das Rad zufälligerweise, weil ich die Lösung schon auswendig kann langsam beim Level 6. Wir lösen den Tag 1 noch zu Ende. Ihr seht gerade, wir haben 120 Coins jetzt. Davon kann man sich zwei Joker leisten, um jeweils einen Buchstaben angezeigt zu bekommen. Der Joker ist relativ dankbar mit den 50 Coins, da man meistens den Anfangsbuchstaben gezeigt bekommt von einem Wort und dadurch schon sehr gut die Möglichkeit hat, das Level zu lösen. Währenddessen ist nachher ab Level 100 ein Joker gibt, der heißt Level lösen, komplett lösen. Und das kostet 500 Coins, 500 Münzen und das kann man sich kaum leisten. Wenn ihr nicht das Spiel komplett mit unseren Lösungen durchspielen wollt, dann empfehle ich ab und zu die Münzen zu sparen und dann selber mit den Jokern weiterzuspielen. So. Wir haben das jetzt übrigens Tag 1 genannt, weil es der Tag 1 ist. Und die Tage werden nachher. Ach, hier haben wir diesen Punkt zum Beispiel, den ich sagte. Man soll immer die To-Do-Liste von oben nach unten. Also jetzt hier nicht mit Wechsel die Tapete weitermachen, sondern mit Tausche den Fußboden aus. Denn wenn man mit Wechsel die Tapete weitermacht, werden die Lösungen, die wir auf Check-App haben, nicht passen. Also, tausche den Fußboden auf. Bitte immer von oben nach unten spielen, die To-Do-Liste. Da kommt nämlich jetzt als nächstes egal Lage Gier. Mit den Extrawörtern Alge. Ale. Ale ist ein englisches Wort, oder? Oder soll das was anderes bedeuten? Ale ist ein englisches Wort. Das ist ein schönes Beispiel gerade dafür, dass. Stichwort noch vielleicht, falls es jemand interessiert, es werden hier nur deutsche, im Großen und Ganzen eigentlich nur deutsche Wörter gesucht, die im Wortschatz von normalen, weiß nicht, 16- bis 18-Jährigen entspricht. Also hier ist nichts fancy, finde ich, dabei, was man überhaupt nicht zuordnen kann. Also es sind eigentlich fast alles normale Alltagsworte, auch in späteren Levels. Wie gesagt, wir haben jetzt schon Level 500, glaube ich, knapp, wo wir jetzt die Lösungen haben. Wenn du dieses Video schaust, das ist vielleicht morgen oder übermorgen oder wann auch immer, dann haben wir vielleicht sogar schon das gesamte komplette Spiel durchgelöst. Aber Level 500 ist ungefähr Tag 9 bis 10. Ja, Tag 10 sind wir jetzt, glaube ich. Und bis zu Tag 10 zu kommen, da brauchst du schon mal, selbst wenn du hier unsere Lösungen hast, etwas Zeit. Denn ich finde es nicht so extrem gut gelöst, wie man hier die Buchstaben eingibt. Man muss die ja immer so auffädeln, ja, an einer Schnur. Und das ist gerade bei längeren Worten, wenn man sich da mal doch irgendwie verhaspelt, nicht so günstig. Da muss man dann komplett das Wort wieder aufgeben und das Display loslassen. Und da lässt man auch manchmal schon etwas nerven, wenn man zum Beispiel noch die Werbung hat. Die Werbung kommt dann ab Level 50 irgendwann einfach so aufgepoppt, ohne dass man was machen kann und stört einen darin, das Level zu lösen. Jo, manchmal führt es auch zum Absturz des Spiels. Das führte bei mir sogar zum Absturz, dass ich das Spiel nochmal neu starten musste. Also nochmal neu von vorn. Was dagegen hilft, ist, das Spiel mit Facebook zu verbinden und seinen Spielstand auf Facebook zu speichern. So kann man auch den Spielstand übertragen auf neue Geräte, falls ihr jetzt zu Weihnachten ein neues Android benutzt, falls ihr das Video jetzt noch vor Weihnachten schaut, wovon ich mal ausgehe, alle die Lösungen für Würdington sucht. Die Lösungen aller Level. So, also ich habe irgendwann aufgegeben, das zu lesen, was die Emma hier sagt oder was die Emma sagen soll, denn es ist wirklich okay, es ist eine Story, man kann es ist schon okay, aber es ist manchmal aber schon etwas übertrieben. Also sie muss nicht immer zu allem Blümchen, die sie nachher im Garten pflanzt, was sagen eigentlich. Kann man auch einfach mal machen. So, tausche den Fernseher aus. Es sind ja auch recht unlogische Elemente dabei, dass sie jetzt den Fernseher austauscht, einfach so. Also, wo nimmt sie den überhaupt her? Und
Später bestellt sie dann manchmal so die Bänke oder so für den Garten. Die werden dann geliefert. Das macht schon mehr Sinn. Aber wieso kann sie jetzt einfach so den Fernseher austauschen? Man kann, wenn man Werbung schaut, 20 Bonusmünzen kriegen. Das habe ich ganz selten bisher gemacht, weil es, ich finde es einfach unpassend, wenn man diese Werbung. Man sieht da Werbung für ein anderes Spiel, was man dann auch eventuell spielt. Was hier öfters bei dem Spiel bei mir kam, ist Merch Magic gewesen für mich als Werbeanzeige. Das hängt ja auch mal von eurer Werbe-ID ab, was ihr jetzt kommt. Und da wir viel Merch Magic gerade spielen oder auch wieder Tipps und Tricks drüben auf Check App von Merch Magic haben, kommt jetzt hier öfters Merch Magic Werbung bei mir. Jetzt sowieso nicht mehr, weil ich ja die Ad wegkaufen ba, ba, ba habe. Was ich euch auch, wie gesagt, als einzigen Kauf auch empfehle, weil das ein fairer Deal ist, immer. Ich weiß gar nicht, was es auf iOS kostet, also auf dem iPhone oder iPad, die Werbung wegzukaufen. Jetzt sind wir schon bei Tausche des Sofa aus. Das sind die Level 13 und 14. Und damit nähert sich der Tag dem Ende. Es ist immer so, dass es eine Reihe von unbestimmten Levels, also es gibt keine feste Anzahl, jeder Tag ist unterschiedlich, Aufgaben gibt und irgendwann hat die Emma dann genug und sagt, es ist jetzt Abend. Manche Level sind extrem, gefühlt extrem lang, wo man fast denkt, müsste man eigentlich eine Woche brauchen dafür. Auch obwohl es nur winzige Aufgaben sind, wie zum Beispiel tausche den Mülleimer aus in der Küche. Und manche andere Levels sind extrem kurz. Und man hat das Gefühl, dass die eigentliche Aufgabe, wie zum Beispiel streiche die Veranda, was auch immer, eigentlich im normalen, im reellen viel länger dauern würde. Jo. War das jetzt schon Level 14? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, das war jetzt Level 14 und somit sind wir bei Tag 1 von Würdigen fertig. Ich wähle jetzt noch ein Sofa aus. Also das ist es gleich wie mit den Story-Elementen. Ich gucke da jetzt echt nicht mehr drauf, was ich hier auswähle. Das ist auch, tut überhaupt keine. Naja, ich will schon nicht den Spielspaß verderben. Es gehört schon zum Spiel dazu, dass man hier mit Liebe die richtigen Elemente auswählt. Ich bin halt jetzt hier ein Mann an der Stelle, tut mir leid. Mir ist es egal, welche Farbe das Sofa hat. Jo. So, wir sind jetzt hier fertig. Als nächstes kommt Starte in den neuen Tag. Und bei Starte in den neuen Tag machen wir auf Check App immer einen Bruch zum nächsten Lösungskomplex. Das wäre jetzt also der Tag 2. Ich klicke jetzt gerade im Hintergrund, weil ich jetzt auf Tag 2 weiterklicke. Die Tage sind nummeriert mit würdigen Lösung Tag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Momentan, bald werden es noch mehr. Dann haben wir noch die Lösungstabellen, wie gesagt. Und wenn wir Starte in den neuen Tag jetzt noch lösen. Das ist auch, glaube ich, nur ein Einzellevel. Manchmal sind es auch Doppellevel dann. Dann startet die Emma an den Tag 2. Und an dieser Stelle machen wir dann auch einen Break. Eventuell bringe ich noch weitere Lösungslevel-Videos zum Tag 2 bis X. Allerdings empfinde ich es eher als ungünstig, das als Video zu machen. Ich mache das Video sozusagen nur als Promo dafür, dass wir drüben auf Check App die Lösungen aller Level in Textform haben, die man viel schneller überblicken kann. Und sich da seine passenden Lösungen raussuchen kann. Und was man drüben auf Check App auch machen kann, man kann auch mal in den Kommentaren fragen, ob mir die eine oder andere Lösung mal noch individuell zuarbeiten. Das machen wir auch gern. Wir haben auch sehr viele Spielerinnen schon gehabt, die uns bei den Lösungen geholfen haben. Da geht auch nochmal ein ganz liebes Dankeschön raus an alle, die uns geholfen haben, die Lösungen so zusammenzutragen. Da sind einige Abende dabei schon vergangen, sage ich es mal so. Also wir haben das Spiel das erste Mal im September und seit September schreiben wir an den Lösungen. Wir haben das im September das erste Mal vorgestellt mit den ersten Lösungen und jetzt im Dezember sind wir bei Level 500 etwa. Also wir spielen das auch selber und es macht ja auch Spaß. Und wenn es euch auch so viel Spaß macht, dann würde ich mich noch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder einen Daumen nach oben oder drüben auf Check App einen Kommentar macht. Aber ein Abo hier auf YouTube ist auch am meisten wert. Also das Abo wäre schön, ich empfehle demnächst auch noch weitere Wortspiele und noch weitere Lösungsvideos, wenn es sich denn anbietet. Aber ich spamme euch nicht zu. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Dankeschön.